Das finde ich gut. Peinlich. Peinlich ist für mich, Komma. Nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Mir ist nicht so viel peinlich. Ich finde das dann immer eher witzig. Aber. Wie sind meine Eltern manchmal peinlich? Die sind deine Eltern peinlich? Nur eine kurze Geschichte, warum okay. Meine Eltern ein bisschen peinlich manchmal sind. Die waren hier irgendwo in Berlin, Theater des Westens, Ostens, Friedens, keine Ahnung, und haben Karten von uns geschenkt gekriegt, von meiner Schwester und mir, für die erste Reihe. Und dann steht am Eingang steht da eine Frau mit ihrem Gefäß und nimmt sich die Mutti raus, alles klar, steckt sie im Mund und denkt, sag mal, Rainer, das sind gar keine Gummibärchen. Das sind Oropax. Oropax, als sie auf die Oropax so bunte, die hatten so bunte Oropax, die so aussehen wie diese Belly Jeans, Jelly Beans. Jelly Beans, die, ja. Keine Ahnung oder sowas. Und die dachten, oder die dachten, das ist ein Gummibärchen. Also die dachten, oh, das ist nett, wie so ein Flugzeug. Aber das ist doch eher niedlich, das ist doch nicht peinlich. Das wusste sie nur nicht besser. Nee, aber also mir, was wäre mir peinlich? Ach, auch nichts. Ja, oder? Also, nee. Das meiste ist doch dann lustig. Wenn es peinlich wird, ja, wird es auch gleichzeitig lustig. Man muss es immer über ja, klar. Über einfach lachen. Offensiv. Auslachen, aber weglachen. Wie diese Situation. Ah, ja, super. Ah, da war... Nee, das ist die Geschichte, kann ich dir erzählen. Die ist... Nee, da müssen wir uns zum späteren Zeitpunkt nochmal treffen, weil das war wirklich peinlich.